Herzlich willkommen zu Modul 5 zum Thema Auswählen und Entscheiden. Und das ist immer der spannendste Moment eigentlich, wenn ich Gruppen moderiere. Das ist immer der Moment, wo ich auswählen oder entscheiden darf. Beziehungsweise die Gruppe dazu bringe, das zu tun. Ihr hattet dieses Modell, ihr erinnert euch, wir wollten Diamanten finden. Wir haben geöffnet, wir haben viele Dinge im Raum und nun gilt es zu schließen, nun gilt es auszuwählen, zu fokussieren, eine Entscheidung zu treffen. Manchmal eine Ja-Nein-Entscheidung, manchmal sind es große Skalen, in denen wir uns bewegen, manchmal können wir uns für mehrere Dinge entscheiden, manchmal nur für eines. Das ist jeweils so ein bisschen unterschiedlich. Wie weit ich quasi öffne und wie weit ich schließe, ist immer an eurem Thema und von eurem Prozess abhängig. Aber wie gelingt das? Wie gelingt das, Menschen von dieser öffnenden, von dieser kreativen, von dieser willkommen heißenden Phase in diese Bewertungsphase, in diese Diskussionsphase, in diese Entscheidungsphase zu bringen? Und wie überbrücken wir diesen kleinen Spalt, der zwischen diesen Phasen tatsächlich immer existiert? Das Erste, was hilft, ist, einen Überblick zu schaffen. Das kann man machen, indem man thematische Gruppen clustert, indem man Dinge zusammennimmt, wenn man viele Ideen hatte. Es ist wichtig, dass an der Stelle das Verständnis sichergestellt ist, worüber eigentlich entschieden wird. Es ist auch wichtig, ein Verständnis herzustellen und einen Überblick, wo denn die Menschen in der Gruppe stehen. Dazu kann ich Aufstellungen machen, dass ich Leute sage, hier, stellt euch alle in die Ecke, wenn ihr dafür seid, stellt euch dahin, wenn ihr dafür seid oder dazwischen. Oder ich kann das Ganze mit einer Plötzlichrunde machen, wo jede kurz sagt, wie steht sie dazu oder was wären Dinge, die ihr wichtig wären jetzt für den Entscheidungsprozess oder für die Entscheidung festzuhalten. Das kann ich durch Punkten tun, etc. Insbesondere, wenn ich es durch Punkten mache, dann ist es besonders wichtig zu schauen, dass ein Stimmungsbild nicht automatisch ein Mehrheitsentscheid ist, sondern ein Stimmungsbild dient dazu, einer Gruppe eine Rückmeldung darüber zu geben, wo sie steht. Manchmal sind Stimmungsbilder dann so klar, dass wir sie quasi als Abstimmungen benutzen. Das ist aber wichtig, das in einem zweiten Schritt zu machen, denn Stimmungsbilder sind eben erstmal nicht dazu da, eine Abstimmung zu treffen. In der Regel brauche ich dazu ja nochmal einen Abstimmungsmodus, einen Entscheidungsmodus und da kommen wir gleich zu. Also schaut, wenn ihr Stimmungsbilder macht, dass ihr sie als Stimmungsbilder nutzt, als ein Feedback für die Gruppe, wer wo wie steht. Und dann bewusst den nächsten Schritt macht, wenn ihr daraus eine Entscheidung ableitet. Was auch sehr, sehr, sehr beliebt ist, sind Bewertungstabellen. Ganz wichtig ist es, da gilt natürlich immer die Frage, was sind denn die Bewertungskriterien? Und das hängt natürlich total an euch in eurer Gruppe. Je klarer ihr in euren Zielen seid, in eurem Vision, in eurem Mission Statement, desto leichter wird euch das fallen. Und da an der Stelle kann ich euch auch nur raten, mal in die anderen Kurse reinzugucken, die wir so machen. Da werdet ihr viele Hilfestellungen bekommen, wie ihr als Gruppe in eurer eigenen Zielsetzung klarer sein könnt und damit auch wahrscheinlich leichter Bewertungskriterien ableiten könnt, nach denen ihr dann Projekte oder Ideen oder Entscheidungen bewertet. Ganz wichtig an dieser Stelle auch, zum Überblick gehört auch, einen Überblick zu haben, wie wir Entscheidungen treffen, wie der Prozess jetzt von mir moderiert wird oder wie der Entscheidungsmodus in der Gruppe ist. Und zum Entscheidungsmodus gibt es ganz viele Möglichkeiten, die auch bunt miteinander zu kombinieren sind. Der üblichste in unserer Demokratie ist meistens der Mehrheitsentscheid per Abstimmung. Hände heben oder geheim oder punkten als Abstimmungsmechanismus und nicht als Feedbackmechanismus oder irgendwelche Umfragetools, wenn ihr es online macht, da gibt es sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Konsens im Sinne von alle sind voll dafür. Manchmal gibt es das, bei manchen Dingen braucht man das. Bei manchen Dingen reicht auch so eine Art Konsent oder in manchen Gruppen heißt das auch qualifizierter Konsens. Das bedeutet, dass nicht alle jubeln müssen, dass das sozusagen das absolute ideale, der absolut ideale Weg ist oder das absolut ideale Ergebnis, aber dass zumindest niemand so stark dagegen ist, dass er oder sie ein Veto einlegt. Manchmal gehört da auch noch zu, dass es genug Menschen gibt, die auch sagen, ja, das ist gut genug. Und in dieser Waagschale versucht man dann einen Konsens oder einen qualifizierten Konsens herzustellen. Eine Möglichkeit ist auch zu schauen, wo gibt es viel Engagement, wo sprühen die Funken, ja, wo blitzt es, wo tauchen Sterne auf in den Augen von Menschen, wenn sie davon reden oder wenn sie davon träumen. Denn gerade in ehrenamtlichen Gruppen brauchen wir dieses Engagement, brauchen wir diese Begeisterung. Und vielleicht lassen sich ein paar andere der Gruppe dann davon auch anstecken, selbst wenn das nur ein Teil der Gruppe macht. Das Gegenstück dazu ist, nach Widerständen zu gucken, also auch zu schauen, wenn ein Vorschlag sehr viel Widerstand bekommt, selbst wenn niemand die Karte mit dem Veto hebt,
dann ist es vielleicht auch noch nicht die beste Entscheidung, sondern dann lohnt es sich vielleicht nochmal eine Vertiefungsschleife zu machen, nochmal eine Öffnungsschleife zu machen, um zu gucken, okay, was könnten wir denn tun, um diesen Vorschlag besser zu machen, damit die Widerstände geringer werden und die Begeisterung steigt. Eine Bewertung nach vereinbarten Kriterien. Auch das kann man natürlich quasi über so ein Punktverfahren oder ähnliches machen. Und man kann das nutzen, ähnlich wie das Punkten, nicht nur um den Überblick zu bekommen, sondern auch um eine finale Entscheidung zu treffen. Dann muss nur vorher klar sein, wie auch das genaue Verfahren ist, wie viele Punkte werden für was vergeben und gewinnt nachher das mit den meisten Punkten oder das mit den meisten Punkten in den meisten Kategorien. Da gibt es dann 100 Varianten, wie man das elaboriert ausgestalten kann. Zufall? Nicht zu vergessen und auch nicht zu vernachlässigen. Manchmal müssen wir am Ende uns zwischen A und B entscheiden und manchmal ist es so, dass nichts davon eine klare Mehrheit hat, aber nichts davon ein Veto hervorruft. Und dann kann es auch der richtige Zeitpunkt sein, um den Würfel zu werfen oder zu losen oder eine ähnliche Entscheidung zu treffen. Manchmal ist es auch hilfreich im Sinne von, damit fangen wir an und das andere machen wir dann halt als zweites. Oder die Delegation an Einzelne, entweder an einzelne Personen oder an Einzelne in der Gruppe. Und das kann durch ein Mandat der Gruppe passieren. Manchmal ist es auch durch eine Hierarchie vorgegeben. Also wenn es einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende gibt oder einen Vorstand gibt, dann kann es auch sein, dass der oder diejenige oder die Geschäftsführung eine bestimmte Entscheidung einfach trifft und dass der Entscheidungsprozess dorthin eigentlich kein gemeinsamer Entscheidungsprozess ist, sondern vielleicht nur in Anführungsstrichen ein Beratungsprozess und die finale Entscheidung dann eben von einer Person oder einer kleinen Gruppe innerhalb der Gruppe getroffen wird. Was macht diesen Moment eigentlich so spannend, wenn wir springen müssen, wenn wir von dem Öffnen ins Schließen gehen? Warum ist das so prickelig, so sensibel? Warum ist das so anstrengend? Es ist anstrengend, weil es uns als Menschen oft schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, weil es ja auch immer Entscheidungen gegen Lösungen sind und wir uns manchmal auch miteinander auf Kompromisse einigen müssen, die uns schwerfallen. Und wenn wir in diesen Entscheidungsmomenten sind, dann tauchen bei uns individuell und in unseren Gruppen so Verhaltensweisen auf, die nennt man Edge Behavior, also so Gratverhalten oder Sprungverhalten, wenn man dieses Bild nimmt. Und die zeigen sich zum Beispiel durch solche Sachen wie die Diskussion dreht sich im Kreis oder Nebenaspekte müssen erstmal geklärt werden angeblich oder auf einmal tauchen eigentlich geklärte Grundsatzfragen wieder auf. Sind wir nicht eigentlich viel mehr dafür da? Das, sowas in die Richtung. Oder 100 Rückfragen, wie was genau gemeint ist. Also zum Beispiel der Bedarf oder der Ruf danach, dass auf einmal Ideenskizzen, die davor nur eine Seite hatten, doch jetzt irgendwie nochmal auf Herz und Nieren und Fundraising und Finanzen und was weiß ich was alles, rechtliche Dinge abgeklopft werden müssen, bevor man bereit wäre, eine Entscheidung zu treffen. Das kann natürlich manchmal nötig sein, aber üblicherweise kann man nie alle Informationen bereit haben, bevor man eine Entscheidung treffen muss. Deswegen ist da eben oft die Frage, wann haben wir eigentlich genug Informationen, damit wir eine Entscheidung trotzdem erstmal treffen können. Also ist auch ein typisches Edge-Behavior, immer nochmal eine Rückfrage zu stellen und mehr Klärungsbedarf zu haben. Das Aushöhlen von Spielregeln im Miteinander, das ist besonders unangenehm, wenn Menschen anfangen, entweder zu mauern, sich nicht mehr einzubringen oder im Gegenzug ganz hitzig zu diskutieren, sich gegenseitig ins Wort zu fallen, gemeinsame Spielregeln nicht mehr einzuhalten, nicht mehr fair miteinander umzugehen. Auch sowas wie Ermüdung und Überforderung und noch diverse andere. Also wenn ich mit Gruppen sammle, dann kriegen wir meistens so 15 bis 20 zusammen. Was mache ich jetzt als Moderation? Als Moderation muss ich das aushalten. Und die Tatsache, dass ich das aushalten kann, führt oft schon dazu, dass die Gruppe das mit mir aushalten kann. Dazu gehört, dass ich das verbalisiere, dass wir gerade an dieser schwierigen Stelle sind, dass ich das normalisiere, dass es in der Regel, gerade wenn es weitreichende Entscheidungen sind, es Gruppen schwerfällt, sich zu entscheiden. Und dass ich aber auch ein Stück weit ermutige. Ermutige jetzt doch, eine Entscheidung zu versuchen, vielleicht auch nur vorläufig, vielleicht nur zur Probe. Also da gibt es verschiedene Varianten zu sagen, hey, schlaf da dann noch. Wir machen jetzt eine Entscheidung und wir gucken aber nächste Woche zu Beginn der Sitzung nochmal, ob das eigentlich immer noch die richtige ist. Wir schlafen da alle nochmal ein paar Nächte drüber. Oder wir probieren das aus oder wir reden dazu nochmal mit XY und wenn die uns dazu auch raten, dann gehen wir den Weg weiter. Oder auch das einzuhegen und zu gucken, welche Dimension hat die Entscheidung denn überhaupt. Meistens sind Entscheidungen emotional größer, als sie faktisch sind. Also wenn wir in so einem Entscheidungsprozess sind, dann hängen wir gerade drin und denken, das ist das Einzige, was auf der Welt relevant ist.
Und dann hilft es manchmal auch so, einmal auszuatmen und sich zurückzulehnen und zu gucken, okay, es geht um die Entscheidung für die nächsten 3 Monate, nicht um die Entscheidung fürs ganze Leben. Und das nochmal so ein bisschen einzuhegen und zu gucken, wie groß ist die Entscheidung eigentlich, die wir treffen, oder auch wie klein ist sie, damit es uns als Gruppe dann leichter fällt, den Sprung zu machen und ins Handeln zu kommen. Mein Geheimtipp an der Stelle sind immer Pausen. Pausen für die Gruppe, damit sie ausatmen kann und diese Emotionalität sich so ein bisschen setzen kann. Und Pausen für mich als Moderation, damit ich auch nochmal überlegen kann, hey, was ist gerade eigentlich passiert? Und mit welcher Fragestellung kann ich das Ganze jetzt vielleicht zu einem Ende bringen? Oder mit welcher Fragestellung kann ich der Gruppe helfen, dass sie es zum Ende bringt? Denn am Ende muss die Gruppe entscheiden, nicht ich als Moderation. Und manchmal sind Gruppen dazu auch nicht in der Lage. Und dann ist es auch nicht mein Fehler als Moderation. Ich kann ihnen nur den Weg so leicht wie möglich machen, den Sprung so ein bisschen erleichtern, aber springen muss am Ende die Gruppe. Und jetzt fragt euch mal selbst, welches Edge-Behavior zeigt ihr eigentlich? Was macht ihr mit euch selbst oder mit Gruppen, wenn ihr schwere Entscheidungen treffen müsst? Seid ihr jemand, die sich eher zurückzieht und anfängt zu grübeln? Seid ihr jemand, der viel in den Kontakt geht, viel mit anderen Leuten redet? Wenn ihr Dinge entscheiden müsst, schreibt ihr Pro- und Kontralisten ohne Ende und versucht nochmal was zu recherchieren, bevor ihr eine Entscheidung treffen könnt? Oder zeigt ihr aber noch was ganz anderes? Werdet ihr aufgeregt? Werdet ihr ruhig? All das sind typische Signale dafür, dass vielleicht für euch gerade eine Entscheidung ansteht, die euch schwerfällt. Und auch in Gruppen habt ihr wahrscheinlich Präferenzen dazu, welche Art von Edge-Behavior ihr leicht und schnell hervorrufen könnt oder welche Sachen ihr auch gar nicht macht. Schaut da doch gerne mal in den nächsten Tagen und Wochen drauf mit einem geschärfteren Blick dafür und dann natürlich auch mit der Frage im Hinterkopf, welche anderen Möglichkeiten hättet ihr, damit produktiv umzugehen, um euch selbst und euren Gruppen das Springen ein bisschen zu erleichtern. Wie ist denn jetzt unsere Gruppe gesprungen? Unsere internationale Gärtengruppe hatte ja 15 Ideen auf ihrem Flipchart und jetzt müssen sie sich entscheiden. Und ähnlich wie ich das vorhin in dem Modell schon gesagt habe, haben die sich auch entschieden, das nicht in einem auf und zuzumachen, sondern die haben sozusagen auch so einen verschachtelten Prozess entwickelt, in dem sie zu einer Entscheidung gekommen sind. Einmal als Beispiel sozusagen, wie das in so einer Gruppe dann aussehen kann. Im ersten Schritt haben die reduziert. Sie hatten 15 Ideen, sie haben gepunktet und dann ein bisschen debattiert und am Ende hatten sie noch 5 Ideen auf den Flipcharts, von denen sie sagten, das sind die besten 5 und an denen wollen wir gerne zusammen weiterarbeiten. Dann haben sie nochmal geöffnet. Also sie haben nochmal aufgeweitet, sie sind in Kleingruppen gegangen und haben jede der Ideen ein bisschen Zeit geschenkt, ein bisschen Grübeln, ein bisschen Ideenspinnen geschenkt, um sie konkret zu bekommen, um ein gemeinsames Verständnis zu erhalten, was sozusagen in der Idee drinsteckt, damit das sozusagen nicht nur ein Stichwort auf einer Karte ist, sondern damit dahinter auch wirklich eine gemeinsame Idee steht, über die man dann auch diskutieren kann. Dann haben sie das Ganze bewertet und sie haben sich ein paar Kriterien überlegt, die für sie besonders wichtig sind. Sie haben bewertet, wie groß das Projekt ist, und zwar so mit T-Shirt-Größen, also ist es S, M, L oder XL. Sie haben geschaut, wer hat Lust dabei zu sein, denn das ist eins der wichtigsten Kriterien in der Regel für ehrenamtliche Gruppen, zu schauen, wo ist die Energie, wer hat Lust, wo ist die Begeisterung, wer hat Lust, bei dem Projekt dabei zu sein. Sie haben überlegt, wie viel Öffentlichkeit bekommt das Projekt, weil Öffentlichkeitsarbeit und Öffentlichkeitswirkung für sie sehr, sehr wichtig ist. Und sie haben auch überlegt, welches der Projekte ist wie gut geeignet, um aktive Neue einzubinden. Also entweder Menschen, die jetzt gerade dazugestoßen sind, oder auch neue Menschen, die vielleicht im Laufe des nächsten Jahres dazukommen sollen. Denn die Gruppe hat entschieden, dass sie gerne weiter wachsen möchte. Am Ende haben sie sich im Konsens, oder einem qualifizierten Konsens, geeinigt auf 2 Projekte, die sie alle machen wollen. Auf ein Projekt, das von einer kleinen Teilgruppe in einer kleineren Form weiterverfolgt wird und nochmal neu konzipiert wird und dann in ein paar Wochen nochmal ins Plenum eingebracht werden kann. Und 2 Ideen haben sie beiseite gestellt. Und bei all den Projekten haben sie sichergestellt, niemand hat starke Bedenken dagegen und für alle gibt es ausreichend viel Energie, genug Begeisterungsfähigkeit und auch genug zeitliche Kapazitäten, um die Projekte in ihrer Größe auch umzusetzen im nächsten Jahr. Jetzt bist du gefragt. Du hattest da doch noch so eine Liste, hoffe ich. Also diese 10 bis 20 Ideen, wie du bei deinem nächsten Treffen Ideen einladen kannst, wie du Wissen verbreitern kannst. Und die Liste nimm dir doch jetzt nochmal hervor und dann nimm dir 2, 3 Stifte und markier mal einmal durch. Im ersten Schritt markier mal ganz quick und dirty durch und markier alle Ideen in grün, die du super findest. Also wo du sagst, ja, die sind gut und die könnte man auch so, wie sie da stehen, jetzt quasi direkt umsetzen.
Im zweiten Schritt markiere alle gelb, wo du sagst, ja, die sind vielleicht ganz gut, aber so genau habe ich die noch nicht im Kopf. Da müsste man noch mal ein bisschen Gehirnschmalz reinsetzen. Da müsste ich noch mal überlegen, wann und genau in welcher Situation ich das vielleicht benutzen kann. Aber da lohnt es sich noch mal drüber nachzudenken. Die machst du gelb. Und dann streichst du alle raus, die du für nicht tauglich hältst, die für deine Gruppe nicht passen oder die einfach nur schlecht sind. Das ist auch in Ordnung. Und wenn du dir damit einen Überblick verschafft hast, dann wähle so 1, 2, 3 davon aus und probiere sie auf deinen nächsten Treffen aus. Teste, was passiert, schau, ob du richtig vorhersehen kannst, ob die, welche Methoden und wie sie bei euch irgendwie zünden, ob sie funktionieren. Und sei mutig, probier einfach auch ein bisschen was Neues vielleicht aus, was deiner Gruppe neue Dimensionen schenkt. Viel Erfolg, viel Spaß und wir sehen uns gleich im nächsten Modul, wenn es um Ziele geht und die Frage von, okay, ja, aber wann ist denn Öffnen und Schließen, mit welchen Zielen verknüpft sich das denn eigentlich, auf welche Weise, gut oder nicht so gut? Bis gleich!